Elke Rongen, Heinsberg. Katrin Seibert, Dortmund. Valeska Knoblauch, Köln. Wir für NRW in Tokio. Paralympics ist, möchte jeder Sportler einmal mitmachen. Das wäre ein super Erlebnis für mich. Ich habe jetzt schon 4 Weltmeisterschaften mitspielen dürfen. Ich freue mich natürlich auf die Spiele und auf die Begegnungen auf dem Feld, weil das Niveau wahrscheinlich von Anfang an ziemlich hoch sein wird. Ich bin aufgeregt, gespannt, neugierig auf die Paralympics, die jetzt zum ersten Mal auch im Parabadminton möglich sind. Also, dass wir jetzt als Sportart paralympisch geworden sind, hat eine sehr große Bedeutung, weil mit der Bekanntgabe haben wir so diese ganzen Strukturen hinter der Sportart auch, die haben sich aufgebaut dadurch. Also wir hatten dann auf einmal eine Nationalmannschaft, wir hatten auf einmal einen Nationaltrainer. Der Blick ist sehr fokussiert, das Trainingspensum hat sich enorm gesteigert. Ich mache eigentlich jeden Tag Trainingseinheiten. Mit Valeska habe ich im Damendoppel die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft erreicht. Die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr erfolgreich, wo ich dann im Einzel auch quasi Gold verteidigen konnte, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Also wir sind eine Badminton-verrückte Familie. Meine Eltern haben halt sich beim Badminton kennengelernt und haben halt schon immer Badminton gespielt. Ich habe meinen Mann beim Badminton kennengelernt. Unsere Tochter spielt ebenfalls Badminton sehr erfolgreich. Ja, also ein Leben ohne Badminton ist bei uns nicht zu denken. Wir sind einfach Badminton verrückt. Wir sind ein zusammengewürfeltes Team und auch unterschiedliche Altersgruppen. Elke ist genau mein Jahrgang, also ich glaube, wir sind Mutterjahrgang. Beide ziemlich erfahren, schon lange dabei. Ja, Wally ist noch relativ jung und ich denke mal, sie ist jetzt diejenige, die wahrscheinlich die größten Chancen haben wird in Tokio. Für Tokio sind meine Ziele schon der Finaleinzug. Also ich würde mich auf jeden Fall über eine Medaille freuen. Silber wäre schon mega. Gold natürlich unvorstellbar eigentlich noch so. Wir werden die Fahne von NRW möglichst hochhalten und es wäre halt cool, wenn wir 2, 3 Medaillen mitbringen könnten. Würden wir uns freuen, wenn wir das schaffen könnten. Wir für NRW in Tokio.